Es ist 19.30 Uhr, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Hamburg-Journal an diesem Dienstag. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend, schön, dass Sie dabei sind und hier sind drei unserer Themen für Sie. Welthafenkonferenz für besseres Klima, Erntezeit auch für Diebe und Bühne frei für witzige Frauen. Der Hafen ist einer der Wirtschaftsfaktoren unserer Stadt. Wichtig also, wie man international auf den größten deutschen Seehafen schaut, wie wettbewerbsfähig und zukunftssicher er ist. Dazu gehören dann Themen wie Digitalisierung und Klimawandel. Und genau darum geht es bei der Welthafenkonferenz, die heute in Hamburg begonnen hat. Eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Hafenbetreibern auszutauschen und zu präsentieren. Was ist denn das für eine Energieverschwendung, mag sich manch einer denken, der tagsüber an einer hell erleuchteten Straßenlaterne in Hamburg vorbeigeht. Aber da hat nicht etwa jemand aus Versehen das Licht angelassen, sondern die Steuerung der Laternen wird grundlegend umgestellt, soll künftig energiesparender sein. Nur noch kommt es zu Unregelmäßigkeiten. Vielen Dank, Ayman. Es ist Erntezeit. Für die Bauern im alten Land bedeutet das gerade natürlich viel Arbeit und manchmal auch Frust. Denn regelmäßig kommt es zum Ernteklau und zwar zum Teil in großem Stil. Die Diebe stehlen Obst und Gemüse aus Hofläden oder gleich direkt vom Baum oder vom Feld. Das ist Inna Hartwig, eine deutsch-russische Journalistin, die mit deutschem Pass in Moskau lebt, von dort für deutsche Zeitungen schreibt und sich nicht scheut, Kritik am russischen Regime zu üben. Über die russische Gesellschaft und historisch gewachsene Muster von Gewalt und Schweigen hat sie jetzt ein Buch geschrieben. Wir konnten sie kurz vor einer Lesung in Altona treffen. In Deutschland leben etwa 40.000 Menschen mit Trisomie 21. Für sie gibt es viele Therapien, die den Betroffenen gut tun. Das hat auch die 14-jährige Maja aus Harburg bei einer besonderen Reise erfahren. Wir durften sie besuchen und weil so ein Tag mit einem Kamerateam ja ganz schön ungewöhnlich ist, blieb Maja vor Aufregung dann doch manchmal die Stimme weg. Vielen Dank, Ayman. Kennen Sie das auch, dass bei Altpapier- oder Altglascontainern richtig viel Müll drumherum liegt, auch Kram, der hier gar nicht reingehört? Statt damit zum Sperrmüll zu fahren, laden manche Menschen das alles einfach irgendwo ab. Das wird mit Bußgeldern geahndet, wenn Mülldetektive sie zum Beispiel anhand von Adressaufklebern finden. Wir haben zwei Waste Watcher bei der Arbeit begleitet. Und wir bleiben bei tollen Frauen. Anke Engelke und Caroline Kebekus kennen wahrscheinlich alle. Und es gibt noch einige weitere tolle weibliche Comedy-Acts. Aber insgesamt stehen sie sehr viel seltener auf der Bühne als ihre männlichen Kollegen. Sind Frauen etwa weniger komisch? Sowas von falsch, sagt das Schmitz-Tivoli und hat ein Festival der komischen Frauen zusammengestellt. Wir waren bei der Eröffnung dabei. Ja, Lachen ist ja schließlich auch gesund und gerade in der Herbstzeit vielleicht ganz gut. Und weil wir Sie richtig fit machen wollen, gibt es jetzt in den Wetteraussichten gleich noch so ein paar richtig schöne Outdoor-Übungen obendrauf. Machst du auch noch Sport? Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ausgerechnet heute nicht, wo du mich fragst, erwischt. Sonst immer, ne? Sonst jeden Tag. Also bleiben Sie einfach dran und schalten Sie auch morgen wieder ein. Tschüss. Bis dann. Ich mache auch nichts. Also,